mich herzlich für die Gelegenheit, hier sprechen zu dürfen. Sie haben einen Vertreter der Erdölwirtschaft eingeladen, um über das Ende des Erdölzeitalters zu sprechen. Bereitet uns keine Mühe, wie Sie sehen werden. Wir betrachten uns als Teil der Lösung für eine fossilfreie, vielleicht fossilreduzierte Zukunft. Der Energy Suisse, ich denke, Sie haben gerade gehört, dass es sich lohnt, dass ich den Namen noch einige Male sage und mich auch nochmals vorstelle. Der Energy Suisse sind 27 Mitglieder, die betreiben zum Beispiel das gesamte Tankstellennetz der Schweiz mit über 3300 Tankstellen. Sie versorgen 40% des Gebäudeparks mit Heizenergie. Sie versorgen 99% der Fahrzeuge auf der Straße mit Treibstoffen. Sie liefern im letzten Jahr 5,6 Milliarden Franken an den Fiskus ab. Um dieses Geschäft zu tätigen, haben sie 2,7 Millionen Tonnen Rohöl importiert und auch 8,2 Millionen Erdölprodukte. Wir sind also reine Importeure und Verteiler in der Schweiz von unseren Produkten. Diese Menge an Mineralölprodukten sind der bedeutendste Energieträger in unserem Land. In 2018 waren es 410.000 von insgesamt 831.000 Terajoule, die in der Schweiz verbraucht wurden. Und damit eigentlich praktisch die Hälfte der Energieaufwendungen, die wir in unserem Land erkennen. Importiert werden diese Produkte über Schiff, Bahn, Auto und Pipelines. Und sie gliedern sich im Detail ungefähr in diese Mengen. 2019 waren das in Tonnen 2,3 Millionen Tonnen Benzin, 2,8 Millionen Tonnen Diesel zusammen. Wenn man das umrechnet in der Flüssigkeit, dann sind das über 6 Milliarden Liter Benzin und Diesel, die wir importiert haben. Wir haben ebenfalls etwa 3 Millionen Liter Heizöl in den Markt gebracht. Das kann man sich einfach merken, Faustregeln, 3 Milliarden Liter und dann noch 2,5 Milliarden Liter Flugbeton. Ich möchte diese 6 Milliarden Liter festhalten, weil ich am Schluss meiner Ausführung nochmals darauf zurückkomme. Wir sehen den Weg in die fossilfreie Mobilität und auf diese möchte ich mich nun fokussieren, eindeutig im Bereich der sogenannten Drop-in-Fuels. Bei Drop-in-Fuels haben wir den Vorteil, dass die Beschaffungsinfrastruktur da ist, die Lagerinfrastruktur ist da, die Verteilinfrastruktur. Wir haben einen bestehenden Fahrzeugpark, wir haben die bestehende Antriebstechnologie, wir haben bestehende Geschäftsmodelle. Und wir haben eine Erfahrung im Geschäftswesen einerseits und bei der Bevölkerung, also bei den Konsumenten andererseits. Das heißt, wir haben auch eine Akzeptanz für Drop-in-Fuels. Man könnte ein bisschen ironisch sagen, bei Drop-in-Fuels ist alles vorhanden, außer die Drop-in-Fuels selber. Und das stimmt nicht ganz. Unsere Branche hat bereits jahrzehntelange Erfahrung mit einem der Drop-in-Fuels, das wäre Biotreibstoffe. Biotreibstoffe machen heute rund 5% aus im Treibstoffbestand. Niemand weiß das praktisch, niemand realisiert das und das ist auch eines der Merkmale von Drop-in-Fuels. Wir haben mit diesen Drop-in-Fuels im letzten Jahr fast 600.000 Tonnen CO2 nicht ausgestoßen. Zum Vergleich, das ist die größte Einzelmaßnahme, die in der Schweiz überhaupt ergriffen wird, um CO2 einzusparen und lässt sich vergleichen mit der gesamten Anstrengungen der Unternehmen, die bei der ENAF angeschlossen sind. Diese CO2-Reduktion ist sogar noch ausdehnbar, das ist also steigerbar, wir schätzen bis auf gut 1 Million CO2 pro Jahr, sofern, und da komme ich dann nochmals darauf zurück, sofern die Politik hier das Spiel auch mitspielt und leider sieht es im Moment wieder nicht gerade danach aus.
Interessant für uns ist Biotreibstoff nicht nur deswegen, weil es eines der wichtigsten CO2-Reduktionsmaßnahmen ist im Verkehr, sondern auch deswegen, weil es unsere Branche eben erlaubt, erste Erfahrungen zu sammeln mit diesen Drop-in-Fuels, wenn Sie so wollen, also kurz mit einer neuen Form von Treibstoffen, mit neuen Produkten im bisherigen System. Es war nicht immer einfach. Wir haben einige Learnings machen dürfen in den letzten Jahren. Das ist einmal das Hauptthema Verfügbarkeit. Biotreibstoffe sind nicht beliebig verfügbar, zumindest nicht, wenn sie dem schweizerischen Gesetz gehorchen sollen, dem, was wir Swiss Finish bezeichnen. Sie dürfen nur aus Abfall und Reststoffen hergestellt werden, nicht aus Nahrungs- und Futtermitteln. Das drückt dann natürlich den Preis ein bisschen nach oben. Das hat auch qualitative Themen im Hintergrund. Biotreibstoffe sind nicht fossiler Natur, sind nicht mineralischer Natur. Das führt dann auch zu Fragen der Harmonisierung, der Normierung. Wir müssen die Technik anpassen, wir müssen die Logistik anpassen und die Infrastruktur. Das ist alles eigentlich erfolgt in den letzten 8 bis 10 Jahren. Und die Branche ist soweit bereit, in diesem Biotreibstoffmarkt sich weiter auszudehnen. Die Einsatzbereiche für Biotreibstoff sind allerdings eingeschränkt. Ich denke jetzt zum Beispiel namentlich an den Flugbetrieb. Dort wird die Menge Biotreibstoff, die man dem Kerosin beimischen kann, immer in einem sehr kleinen Bereich bleiben. Und erstaunlicherweise hat man auch manchmal Akzeptanzprobleme bei Biotreibstoff. Es ist nicht so, dass alle Leute Freude haben daran, dass sie Biotreibstoffe tanken. Nebst den Biotreibstoffen mit ihren Grenzen, die sie haben, glauben wir, dass eigentlich nur noch Treibstoffe aus Strom zur Diskussion stehen können für eine Defossilierung der Mobilität in der Zukunft. Und hier möchte ich einen kleinen Einschub machen. Ich habe schon gemerkt, dass Wasserstoff und Fuel Cells keine Drop-in-Energien sind. Aber ich möchte es trotzdem erwähnen, unter anderem auch auf unsere schöne Zusammenarbeit mit der EMPA hinweisen zu können. Hier eine kleine Übersichtsgrafik, was alles aus Strom entstehen kann im Bereich der Treibstoffe. Das ist natürlich das Elektrofahrzeug, über das ich mich heute nicht äußern möchte. Dann haben wir die Möglichkeit, Wasserstoff herzustellen, synthetische Gase, Methan oder dann eben diese Synfuels, auf die ich dann gleich noch zu sprechen komme. Für uns, obwohl keine Drop-ins, sind das wichtige Energieträger. Sie interessieren uns einerseits im Bereich der Elektromobilität als für uns attraktive Alternative zu den batteriebetriebenen Fahrzeugen. Und wir gehen davon aus, dass es auch für die Konsumenten attraktive Alternativen sein werden. Und für uns sind es natürlich technisch betrachtet auch die Eintrittspforten zu synthetischen Treibstoffen, zu den Synfuels. Hier möchte ich einen kurzen Exkurs machen, was die Aufgabe eines Verbandes denn eigentlich ist, weil es ist ja nicht so, dass Evenergy investiert und Geschäftsrisiken auf sich nimmt, sondern seine Mitglieder. Und die nehmen das Geld in die Hand, die übernehmen das unternehmerische Risiko, wenn sie diese neuen Wege beschreiten wollen. Mir als Verband bleibt da die bescheidene Aufgabe, zu informieren, zu kommunizieren, die Vulgarisation auf gut Französisch. Und das ist eine sehr schöne und auch dankbare Aufgabe im Bereich des Wasserstoffs. Sie sehen hier, wie wir in unserer neuesten Publikation Avenue den Wasserkreislauf dargestellt haben. Natürlich immer auch basierend auf dem Know-how, das wir zusammen mit der EMPA gewinnen durften. Oder dann haben wir Veranstaltungen, zum Beispiel Fahrten mit Wasserstofffahrzeugen, verschiedene Roadshows. Wir haben einen Branchentag gehabt im letzten Herbst, wo die Fachleute sich über diese neue Technologie informieren konnten. Es ist auf sehr großes Interesse gestoßen. Wasserstoff hat nebst diesen kommunikativen Herausforderungen, die eine neue Technologie natürlich mit sich bringt, sehr wohl auch technische Herausforderungen, auf die ich kurz eingehen möchte, quasi stellvertretend für die vielen Herausforderungen. Es gibt neben den technischen Themen auch Themen der Bewilligungsverfahren, der Lieferketten und so weiter. Aber jetzt mal einfach, um zu zeigen, auch das ist nicht irgendwie sehr einfach.
Man muss sich beispielsweise entscheiden, wenn man eine Wasserstofftankstelle aufstellt, ist das ein stationärer Tank, habe ich Wechselspeicher, produziere ich den Wasserstoff vor Ort, produziere ich ihn irgendwo zentral, damit sind dann Transportfragen verbunden. Mit den Transportfragen sind automatisch im Bereich von Wasserstoff auch Fragen des Druckes verbunden, mit der Verdichtungsleistung, die nötig ist. Wenn man das sich ein bisschen genauer anschaut, sieht man, dass in diesen verschiedenen Verfahren da verschiedene große Verdichtungsprozesse drin sind. Das hat automatisch wieder einen Einfluss auf die Effizienz, auf die Rentabilität der Systeme. Das hat alles ist ein rechter Aufwand, den auch nicht nur die Forschung betreiben muss, sondern halt eben auch derjenige, der diese Geschichte auf seiner Tankstelle realisieren will. Ein Teil unserer Mitglieder, das haben Sie vielleicht auch in den Medien schon vernommen, hat sich zusammengetan im Förderverein Wasserstoffmobilität. In diesem Verein sind dann auch die Transporteure. Wir versuchen mit diesem Vorgehen das Huhn-Ei-Problem wenigstens zu lösen. Das Huhn-Ei-Problem, das halt eben diesen Nicht-Drop-In-Systemen eigen ist, sodass wir wenigstens vielleicht beim Wasserstoff nicht in das Huhn-Ei-Thema hineinlaufen, indem wir nämlich auch gleich mit den Tankstellen die Transportvehikel in die Schweiz bringen. Geplant sind bis in 4-5 Jahren etwa 1500 Lastwagen mit Brennstoffzellenantrieb und ein Tankstellennetz, das ihnen dann auch erlaubt, operativ zu sein. In diesem Jahr rechnen wir mit der Eröffnung von 4 weiteren Wasserstofftankstellen, wie ja hier eine vor unserer Türe steht. Kein Huhn-Ei-Problem hat man, wie bereits erwähnt, definitiv mit den Drop-In-Fuels und den Zinn-Fuels. Aber das sind nach wie vor ist das auch nicht das Ei des Kolumbus, beim Wortspiel zu bleiben. Wir glauben, dass die Luftfahrt diese Entwicklung vorantreiben wird. Dafür gibt es erste Anzeichen, weil in der Luftfahrt wahrscheinlich die Alternative zu Kerosin effektiv nur synthetisches Kerosin sein kann. Es ist also durchaus möglich, dass wir als Lieferanten von diesen Treibstoffen zuerst einmal in der Flugwirtschaft tätig sein werden. Es ist aber auch sehr wahrscheinlich, dass das dann in die Straßenmobilität hinüberschwappt, quasi, wenn es sich entwickelt hat. Ich möchte hier nicht weiter auf die Technik eingehen. Die wird ja gerade in diesem Haus intensiv studiert und es ist nicht unsere Spezialität, über alle diese möglichen Probleme zu diskutieren, die zum Beispiel mit dem Scale-up verbunden sind, mit der Frage, woher kommt das CO2, mit der Frage, woher kommt der Strom. Diese Fragen sind alle im Raum und ich denke, sie sind auch sehr gut schon diskutiert worden. Ich möchte zum Schluss kurz auf die Frage eingehen, wer soll das bezahlen? Diese Frage stellt sich bei den Synfuels noch etwas mehr als bei den bisher vorgestellten Systemen. Und wir möchten eigentlich diese Diskussion in den nächsten Monaten auch etwas intensivieren, nebst dem Technischen. Es gibt nicht nur Forschung und Entwicklung, es gibt auch die Frage, wer bezahlt es am Schluss. Ja, die Ausgangslage ist insofern optimistisch stimmend, als wir davon ausgehen, dass sich Synfuels nicht linear einführen lassen müssen. Also dieses Konzept, ich habe es hier einfach ganz grob skizziert, unterscheidet sich natürlich wesentlich von den Vorgaben der Behörden und des Bundes. Dort heißt es einfach linear, ihr müsst jedes Jahr 1%, 1,5%, sonst werdet ihr gestraft und sonst erreichen wir die Ziele nicht. Also das doch etwas schulmeisterliche Vorgehen des Bundes scheint uns diesbezüglich nicht zielführend zu sein. Wir glauben, dass es halt in Gottes Namen noch etwa 20 Jahre Entwicklungszeit braucht, um aus der Pilotphase herauszukommen im Bereich der Synfuels. Dass das dann aber auch erdrutschartig in die Praxis eingeführt werden kann und dass es nicht ausgeschlossen ist, dass man dann bis 2050, vielleicht 2060 in die Nähe kommt von weitgehend fossilfreien flüssigen Treibstoffen. Übrigens ist dieser Mechanismus auch ein Garant dafür, dass die Versorgungssicherheit nicht gefährdet ist. Also in anderen Systemen kann es ja sein, dass dann plötzlich eines der Elemente nicht eines der Energiefaktoren nicht ausreichend zur Verfügung steht, sei das Speicherung, sei das Produktion oder sei das Verteilung, wenn man sich dann vielleicht zu weit hinausgelehnt hat bei beispielsweise Elektromobilität.
Man könnte sicher ganz schnell sagen, das soll Big Oil bezahlen. Die haben ja auch, wie Sie wissen, schon recht substanzielle Anstrengungen unternommen im Bereich der nicht fossilen erneuerbaren Energieversorgung. Shell hat verkündet, und Schweiz ist ein Mitglied von Evenergy, die Stromproduktion zu fördern oder in die Stromproduktion einzusteigen. Dafür nehmen sie 3 Milliarden pro Jahr in die Hand. Das ist 10% ihres Budgets. Sie gehen davon aus, Shell geht davon aus, dass sie 2050 die CO2-Intensität ihrer Produkte um 50% reduzieren. Also nicht CO2-frei, sondern um 50%. BP ist da etwas offensiver und sagt, wir wollen bis 2050 CO2-neutral sein. Dazu gehören aber auch CO2-Speichermethoden oder dann die Kompensation. Im Moment haben wir bodenlose Rohölpreise und das hilft nicht. Es wirkt sich verheerend aus auf die Erdölwirtschaft. Sie steckt in der Krise, Sie können das fast täglich in der Zeitung lesen. Und somit sind da schon Fragen verbunden mit diesem Finanzierungskonzept. Überlebt diese Cash-Machine überhaupt diese Krise oder dann auch die folgenden, die durch wirtschaftliche oder politische Rahmenbedingungen zustande kommen können? Ist die Resilienz dann überhaupt gewährleistet? Also auch im Bereich der Mineralölversorgung kann es dann unter Umständen plötzlich einmal nicht mehr funktionieren, was wir nicht hoffen. Und eben immer wieder die Frage, wo greift die Politik ein? Verdonnert sie beispielsweise diese noch rentablen Betriebe und Unternehmungen zu höheren Abgaben? Man kann mit Fug und Recht auch sagen, Verursacherprinzip, bezahlen soll das der Automobilist. Und hier gibt es eine ganz nette Rechnung, die mich zurückführt zu den 6 Milliarden Litern Treibstoff, die wir jedes Jahr verbrauchen. Wenn wir die mit 16 Rappen belasten würden, dann käme da 1 Milliarde Franken zusammen pro Jahr. Eine hübsche Summe, Sie haben vorhin gesehen, Shell investiert 3 Milliarden pro Jahr. Das ist ein Aufschlag, den man in der Politik für vertretbar hält in diesen Tagen. Sie haben das gehört. Es ist ziemlich genau, interessanterweise, in etwa der Aufschlag, der auf uns zukommt mit dem zukünftigen CO2-Gesetz. Auch hier stellen sich natürlich dann die Fragen, ja, wenn die Politik uns auf der anderen Seite zum Umstieg auf die Batterietechnologie quasi zwingt, mit Subventionen, mit Abwrackprämien, mit Steuern, dann gibt es natürlich auch wieder weniger Geld aus dem Liter verkauften Benzin. Stellen sich heute auch Fragen, steigt das Mobilitätsbedürfnis denn überhaupt so weit an, wie das vom Bund auch prognostiziert wurde? Haben wir denn tatsächlich noch diesen Absatz bei den flüssigen Treibstoffen, um solche Beträge einzutreiben? Und für mich im Vordergrund steht heute die Frage, wie viel von diesem Geld geht denn eigentlich in diese Entwicklung und wie viel Geld geht in eine andere Richtung, in die Kompensation und in Lenkungsmaßnahmen. Ich möchte zur Zusammenfassung kommen und nur noch 3 Punkte rekapitulieren. Was braucht es, um fossilfrei zu sein, ohne jetzt da den Zeithorizont nochmals zu fixieren? Wir brauchen erneuerbaren Strom, und zwar idealerweise im Überfluss. Das ist ja das, was wir hier von der EMPA gelernt haben. Es ist nicht unser Versprechen, dass man CO2-freie Stromproduktion aus den Kernkraftwerken durch erneuerbare CO2-freie Stromproduktion ersetzt. Wir bieten Hand dafür, wir unterstützen die Produktion von erneuerbarem Strom und wir bieten Hand dafür, wenn es Überschüsse gibt, die man anders nicht verwenden kann. Aber wir sind auch offen dafür, dass man andersweitig CO2-freien Strom findet. Und wir sind vor allem auch offen dafür, dass das nicht alles in der Schweiz stattzufinden hat. Als zweitens, glaube ich, müssen wir uns in der Politik und in der Forschung endlich dazu durchringen, die Finanzmittel zu fokussieren. Wir müssen uns entscheiden, ist fossiler Treibstoff etwas, das man ersetzen muss und kann? Dann muss das Geld in diese Entwicklung fließen, die ich jetzt gerade skizziert habe. Wenn man der Meinung ist, es ist eigentlich unersetzlich, dann muss das kompensiert werden. Das ist der Weg, den wir heute noch beschreiten. Aber beide Wege gehen nicht. Man kann nicht kompensieren und dann gleichzeitig die Mittel haben, um die Technologie zu ersetzen. Wir brauchen ein koordiniertes Vorgehen zwischen der Forschung,
und der Entwicklung und dem Markt, den ich da jetzt mal vertrete. Und da geht es auch um die Kooperation von neuen und alten Technologien. Es ist nicht so, dass das fossile out ist und die Wasserstoffmobilität ist in und das eine braucht es nicht mehr und das andere wird die Zukunft schon richten. Das geht Hand in Hand für die nächsten paar Jahrzehnte. Und letztlich finden wir auch eben, wie erwähnt, dass die Nationalisierung dieser Frage sicher in die Irre führt. Wir haben in der Schweiz nicht genügend erneuerbaren Strom in absehbarer Zeit, um unseren Weg begehen zu können. Und als letztes möchte ich nochmals betonen, es wäre gut, wenn wir Abschied nehmen von dieser linearen Denkweise. Das auf dem Reißbrett entworfene Spiel da runter 1% pro Jahr oder viel mehr, sonst geht es dann später einmal nicht auf, das ist eine Hypothese und es gibt da Gegenhypothesen. Wir brauchen, und die Forschung auch, einen belastbaren rechtlichen Rahmen für die nächsten paar Jahrzehnte. Und da reicht zum Beispiel dieses Jahrzehnt, in dem das CO2-Gesetz wirkt, wahrscheinlich nicht. Wir dürfen die physikalische Realität nicht aus den Augen verlieren und auch die behördlichen Realitäten. Es kommt zu zeitlichen Verzögerungen gegenüber diesen Reißbrettplänen. Nicht nur, weil vielleicht die Physik einen Streich spielt, sondern je nachdem wartet man halt eben auch ein Jahr lang auf eine Baubewilligung für eine Wasserstofftankstelle. Zuletzt möchte ich das Wort einem unverdächtigen Zeitgenossen geben. Herr Miyu ist CEO von Aventron, auch das ein Kunstname mit Aven. Aventron ist nicht Mitglied von Avenergy, könnte es aber durchaus werden. Er wurde gefragt, ob Europa bis 2050 klimaneutral werden kann. Und er hat geantwortet, dass das geht, die Mobilität und den Flugbetrieb einmal ausgenommen. Und ich glaube, das ist eine Realität, die wir in unserem Alltag auch sehr wohl immer wieder sehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute.